Ich lese das Handbuch der Herrenschneiderei. Das ist dieses Buch. Und das ist Band 1. Und der heißt Verarbeitung von Hemd, Hose und Weste. So, als erstes meine Eieruhr. Stelle ich mir für den Anfang einfach mal auf 10 Minuten. So. Hinten heißt es Schritt für Schritt zu selbstgenähter Herrenbekleidung. Nähen lernt man recht schnell. Schneidern hingegen setzt Leidenschaft, Hingabe und Ausdauer voraus. Ähnlich wie beim Erlernen eines Instruments müssen erst die Fingerfertigkeit und der Blick für das Wesentliche geschult werden. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in diesem Buch führen mit zahlreichen Fotos und Zeichnungen sicher bis zum fertigen Kleidungsstück. Detaillierte Erklärungen sorgen dafür, dass man stets den Überblick behält und die einzelnen Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge ausführt. Verschiedene Verarbeitungsvarianten lassen Raum für Individualität. Absolute Anfänger brauchen vielleicht etwas mehr Geduld als Erfahrene. Aber mit den vorliegenden Tipps und Tricks vom Herrenschneidermeister Sven Junglaus sowie viel Übung stellen sich die ersten Erfolge schnell ein. Wer am Ende stolz das selbstgenähte Stück in den Händen hält, findet leicht den Mut für weitere Schneiderprojekte. So. Jeder Jeder Anfang braucht Mut. Die Maßschneiderei ist eigentlich nichts für Nähanfänger. Doch wer keine Angst vor dem Auftrennen hat, Geduld besitzt und Ausdauer findet, kann am Ende stolz das erste maßgenaue Kleidungsstück in den Händen halten. Zugegeben, zwischendurch könnte man manchmal verzweifeln, weil nichts so funktioniert, wie man möchte. Aber irgendwann löst sich der Knoten und man fragt sich, warum das so lange gedauert hat. In der Maßschneiderei geht es nicht darum, besonders schnell zu sein. Viel wichtiger ist es, besonders ordentlich zu arbeiten. Die Schnelligkeit kommt später ganz von selbst. Übung macht den Meister. Gerade am Anfang sollte man sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben, sondern stets versuchen, sich zu verbessern. Ein Schneiderlehrling, naja, macht in der Ausbildung hunderte Knopflöcher, Passbildtaschen und ähnliches, bis es alles gleichmäßig, ordentlich und perfekt aussieht. Ich möchte das erstmal nicht mehr kommentieren. Die Hände und Augen schulen. Für dieses Handwerk müssen die Hände und Augen erst geschult werden. Mit jeder Tasche und jedem Knopfloch erlangt man mehr Fingerfertigkeit. Und irgendwann erkennen die Augen den Unterschied zwischen 4 und 5 Millimetern ganz automatisch. Ein Instrument lernt man auch nicht an einem Nachmittag. Für die Schneiderei sollte man sich Zeit nehmen. Mal schnell etwas nähen kann vielleicht funktionieren, sieht aber meist nach Hoppla Hopp gemacht aus. Gerade am Anfang sollte man immer das Ziel im Kopf haben, ähnlich wie beim Schach, mehrere Schritte im Voraus denken. Denn jede Handlung hat eine Folge. Wenn man erst nach 5 weiteren Schritten den Fehler bemerkt, ist die Korrektur umso mühsamer. Erst lesen, dann loslegen. 3 Pünktchen. Jedes Kapitel in diesem Buch enthält einzelne Arbeitsschritte, deren Reihenfolge wichtig für den Erfolg ist.
Deshalb ist es gerade bei den ersten Nähversuchen wesentlich, dass man sich mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzt, das ganze Kapitel liest, darüber nachdenkt und es theoretisch verinnerlicht. Erst dann macht es Sinn, sich in die Praxis zu wagen. Ansonsten könnte man leicht einen Schritt überlesen oder vergessen, am Ende beinahe verzweifeln, weil alles wieder aufgetrennt werden muss. Schneidern lernen kann eigentlich jeder, der über gewisse motorische Fähigkeiten verfügt. Man muss nur anfangen, der Rest kommt durch viele Wiederholungen. In diesem Sinne viel Freude, Ausdauer und Geduld beim Schneidern. Ich habe ganz am Anfang eine Nähmaschine abgefilmt. Ich werde das nicht filmen, wie die Nähmaschine näht. Da wird auf Stoff eingestochen. Ich habe relativ früh als Kind angefangen, mit einer Nähmaschine zu arbeiten. Ich hatte davon Kotzerei bekommen und alle Menschen, die ich kenne, haben auch Kotzerei gekriegt. Von daher, wie hier steht, Schneidern lernen kann eigentlich jeder. Ist es was ich an der Stelle daneben finde? Und ich möchte mich ausdrücklich davon distanzieren. Man muss lernen, so mit einem Werkzeug zurechtzukommen. Ich habe auch schon eine Stichsäge in der Hand gehabt. Wenn man selber eine Stichsäge in der Hand hält, wird einem, wenn man nicht damit umgehen kann, auch ziemlich schlecht und man übergibt sich. Bei der Nähmaschine ist es noch heftiger, da reichen meist schon die Videos, deshalb filme ich das nicht. Ich finde es daneben, wenn man so einen Scheiß da reinschreibt. Da kann nicht jeder mit umgehen, es muss auch nicht jeder sich das antun. So. Und jetzt höre ich schon wieder mit dem Buch auf und mache wahrscheinlich irgendwann morgen oder übermorgen weiter. Tschüss. Sowas ist nicht gut, wenn man das in Bücher schreibt.